Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute natürlich Ripple XRP News an. Es gibt extrem positive Nachrichten von der Swell-Konferenz in Miami in Bezug auf des Ripple Stablecoins, den RLUSD. Wir sehen uns zum Schluss auch noch ein sehr schönes Video, wer es noch nicht gesehen hat, wieder mal von Oliver Michel vom AktionärTV an. Dieser Mann hält mich auch immer up to date bei XRP und ist natürlich auch ein absoluter XRP-Fan. Wir sehen uns aber auch noch wichtige Finanzdaten an, warum ich auch davon überzeugt bin, dass jetzt erstmal eine Achtung zu sagen ist in Sachen Bitcoin-Kurs. Ich rechne hier kurzfristig erstmal mit einem Rücksetzer, bevor eventuell die Party weitergeht. Ihr lasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar, ein Like da. Wenn ihr neu dabei seid, auch sehr, sehr gerne ein Abo. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. So, dann starten wir mal direkt rein. Bitcoin knapp bei 67.000 US-Dollar. Richtig, richtig geil. Wir freuen uns einfach, dass die Kurse aktuell so sind. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal mit einem Kursrücksetzer rechnen müssen, da auch der Bitcoin Fear and Greed Index schon ziemlich in die Höhe geschnellt ist und sowas schreit normalerweise für eine Korrektur. Aber wir gehen erstmal auf die News ein. Bitcoin steuert der BTC-Kurs nun endlich, gehen allzeit hoch. Also ich glaube wirklich, um da ein bisschen auch, wir können positiv sein, wir können uns hier alle freuen, Halleluja, sollen wir auch, ist absolut richtig nach dieser wirklich langen Seitwärtsphase, also so eine lange Seitwärtsphase, die 7 bis 8 Monate andauert, gab es de facto sehr, sehr selten, wenn nicht sogar überhaupt nicht. Also liebe Freunde, ich glaube, dass wir hier erstmal wieder ein bisschen das Gas runternehmen werden in den nächsten Tagen, aber Richtung US-Wahlen, Richtung Jahresend-Rally werden wir hier auf jeden Fall, da lege ich mich schon mal fest, die 70, vielleicht sogar die 80.000 sehen, bevor es vielleicht nochmal ja, einen richtigen Shakeout gibt. Aber da lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Die 100.000 müssen erstmal geknackt werden, bevor ich überhaupt ans Verkaufen denke. Okay, liebe Freunde, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Haut mir gerne mal in die Kommentare, ab wann ihr ungefähr Bitcoin verkaufen würdet, weil das ist für mich erstmal so in Sachen Exit-Strategie natürlich ja, der Indikator. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, das Bitcoin erreichen muss. Dann sehe ich, was machen die Altcoins, wie sieht der Altcoin Season Index aus, wie sieht der Bitcoin Fear oder der Crypto Fear and Greed Index aus und darauf beruht dann auch meine Exit-Strategie. Aber da kommt nochmal ein gesondertes Video dazu. Immer noch ein bisschen erkältet. Das 24-stündige Handelsvolumen 134 Milliarden US-Dollar, ich habe es gestern schon gesagt, darauf können wir uns einstellen, wenn es hier Richtung Bullrun richtig durch die Decke geht, dass wir solche Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden, wird hier an der Tagesordnung sein, 2,4 Billionen US-Dollar, der gesamte Kryptomarkt, einfach nur Wahnsinn. Und wie gesagt, ich liebe das, ich bin durch und durch Kryptorianer. Und natürlich auch XRP-Fan, wenn man das so nennen möchte. Und wir sehen, dass allein hier diese Candle gestern 16 Uhr unsere Zeit ist, Bitcoin, auch Bitcoin kann sowas hinlegen, innerhalb von, ich weiß nicht, sogar einer Stunde, nicht mal einer halben Stunde um 2% nach oben gestiegen, von knapp 65.000 auf über 68.000, 67.000, knapp 68.000, echt verrückt. Und das hat höchstwahrscheinlich mit der News zu tun, die sehen wir uns gleich mal an. Erst nochmal Trump, eines meiner Lieblingsthemen geworden. Wahrscheinlich muss man sagen, für die Kryptowelt positiv, vielleicht auch der Startschuss zur richtigen Rallye dann. Werden wir alles sehen, kann niemand wirklich predikten. Sein Kryptoprojekt World Liberty Financial hat 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ich frage mich wirklich, ja, das sind die absoluten Trump-Fans, die da ihr Geld reinschmeißen in sein Projekt. Also ich halte es für sehr, 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 sehr fragwürdig. Und über 300 Millionen Dollar möchte er hier einnehmen. Also, ja, liebe Freunde, lasst euch da gerne, USA, lasst euch gerne das Geld noch aus der Tasche ziehen. Ja, muss im Endeffekt jeder selber wissen. Europäisches Kryptoregulierungsumfeld wird weiter vorangetrieben mit der MiCA-Verordnung. Die globale Stablecoin-Regulierung wird hier beeinflusst und der größte Stablecoin könnte hier hinten runterfallen und das ist der USDT von Tether, der hier noch nicht den Richtlinien der MiCA-Verordnung unterliegt, natürlich im europäischen Raum muss man dazu sagen. Kürzlich verkündete sogar Coinbase, dass sie nach der MiCA-Verordnung den Stablecoin zum Jahresende in der EU delisten werden. Also wer da ja, viel in Tether hat, sollte sich damit beschäftigen, ob die hauseigene Börse diesen Stablecoin zum 01.01.2025 noch unterstützt und eventuell dann in USDC umschichten. Wäre mal so ein kleiner Tipp von mir. China lockert die Schuldenobergrenze, Kryptowerte steigen. Das ist für mich die Nachricht, die das gestern ausgelöst hat. Die kam gestern ad hoc raus und Bitcoin ist im Zuge dessen um 2,5% gestiegen auf diese knapp 68.000 US-Dollar. China möchte hier die Wirtschaft auch wieder ankurbeln. Hier und da merkt man doch, dass weltweit gesehen die Inflation wohl eingedämpft wird. Man hofft hier auf ein Soft-Landing, das natürlich kostet sehr, sehr viele Milliarden, aber setzt auch viel Geld frei. Die EZB wird auch diese Woche die Zinsen höchstwahrscheinlich senken. Also das schon mal sehr positiv für Kryptoassets. Wir sehen es hier auch, warum ich sage, wir werden jetzt erstmal mit einer Korrektur wohl einhergehen in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon heute. Ihr seht, wie schnell das geht. Es kann innerhalb dieser Aufnahme schon passieren oder wenn ich das hochlade. Der Fear and Greed Index ist auf 73 hochgeschnellt. Ist schon sehr stark natürlich, noch nicht extrem überhitzt, aber davon sind wir nicht mal weit entfernt und dann kann man eigentlich schon darauf warten, dass es da eine Korrektur gibt. In diesen Bereichen werden wir uns dann auch wochenlang bewegen, wenn wir Richtung Bullrun gehen und dann im Extrem-Gier-Bereich wird es dann eine sehr, sehr schöne Gelegenheit abzuverkaufen. In Verbindung, dass Bitcoin natürlich die 100.000 erreicht. Also es muss dann so eine gewisse Mischung geben, dass ich dann ans Verkaufen denke, aber dann nehme ich euch hier live mit. Deswegen vergesst nicht, das Abo dazulassen, dass ihr nichts mehr verpasst. Auch die Liquidation Heatmap zeigt uns natürlich, dass ich jetzt hier gleich oberhalb von 67.000, 68.000 ganz schön was aufgebaut hat. Aber natürlich sehen wir auch, dass sich hier unten in diesem Bereich sofort short-technisch auch einiges aufgebaut hat bei 65.000. Also, dass wir uns in dieser Range weiter bewegen, denke ich schon, dass es vielleicht nochmal hier runter geht. Also was heißt vielleicht Richtung 65.000, davon gehe ich aus. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass wir hier nochmal irgendwie, ich wünsche es mir natürlich irgendwo Richtung 50.000 gehen, 40.000, dass nochmal richtig Angst geschürt wird im Markt. Wäre nochmal wichtig, gerade wenn es jetzt so überhitzt ist, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es jetzt einfach nur durch die Decke geht, was mir persönlich aber ein bisschen zu früh wäre, wenn man diese 4-Jahreszyklen von Bitcoin betrachtet. Turbo-Memecoin, 116% Anstieg im Oktober. Ich habe es gestern auch gesagt, die Memecoins, das ist einfach crazy, was die machen. Ich lasse auch mein Memecoin-Portfolio einfach weiterlaufen, weil ich denke, da wird mit Milkback, Harambe und Solana, Dog in the Cat World und was ich da nicht alles habe, im Zuge des Bullrun noch einiges gehen und dann lösche ich das auch komplett aus. Jetzt kommen wir rüber zu Ripple. Der nächste ETF-Antrag wurde ja von Canary Capital eingereicht, was für mich positiv zu bewerten ist. Hier gibt es ein Wettrennen, wer launchte den ersten ETF. Aber gestern auf der Swell-Konferenz in Miami diese Nachricht, wir haben eigentlich drauf gewartet. Ripple stellt RLUSD Partner vor und wartet auf Genehmigung der NYDFS in New York. Ripples neuer Stablecoin soll seine Rolle im Zahlungsverkehr stärken und eine Schlüsselverbindung zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten schaffen. Ripple macht große Fortschritte in Sachen RLUSD. Sie warten jetzt, also er wird kommen, das ist Fakt. Sie warten jetzt nur noch auf die Genehmigung der New Yorker Department of Financial Service, der NYDFS, um den RLUSD vollständig zu starten. Also gut ist, die SEC hat schon mal nichts damit zu tun, dann wird das Ding wahrscheinlich durchgehen. Ripple kündigt auch die Partnerschaften an, die hier diesen RLUSD mit verbreiten und natürlich an die Leute mit rausgeben. Und zwar haben wir hier Bitstamp, Bitso, Coin, Mena, Bullish und Independent Reserve, Moonpay, Uphold, natürlich ein Partner von Ripple. Und das Ganze dann auf jeden Fall höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr. Auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich in diesem Jahr. Das Unternehmen wartet derzeit nur noch auf die regulatorische Genehmigung aus New York und dann wird das Ganze vonstatten gehen. Trotzdem bestätigt der Präsident von Ripple oder die Präsidentin Monica Long in ihrem kürzlichen Interview mit Coindesk, dass sie auf ihrer Seite betriebsbereit sind, das Ganze somit starten kann. Ripple möchte hier mit eine Brücke in den Stablecoin-Markt schlagen und von diesen 170 Milliarden, die die größten Stablecoins hier haben, der USDC von Circle und der USDT von Tether, und wollen da, gerade wenn Tether jetzt hier in Europa Schwierigkeiten auch bekommt, da mit eine Rolle spielen. Das Ganze ist natürlich gedeckt mit Staatsanleihen, Bareinlagen, also das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt nach vorne und das wird auf jeden Fall auch XRP stärken, der natürlich eine andere Rolle spielt. Hier in Sachen des XRP Ledgers natürlich, grenzüberschreitende Zahlung, Bankencoin natürlich, und der ist ja auch dafür ausgelegt, um zu wachsen, um da noch mehr finanziellen Spielraum ins Unternehmen reinzuholen. Also lasst euch da auch nicht verunsichern oder irgendwie ja verrückt machen. Man muss aber jetzt auch mal die negative Seite wieder sehen, das muss man auch beleuchten. Ripple XRP, kein Momentum, macht XRP überhaupt noch Sinn? Die XRP-Schwäche ist nicht von der Hand zu weisen, kurstechnisch zumindest. 2024, also wer vor einem Jahr investiert hat, 11% Kursverlust stehen da zu Buche. Das ist auf jeden Fall nicht schön. XRP scheitert am Todeskreuz. Wie tief kann der Kurs noch fallen? 54 US-Dollar Cent. Wir sind gerade bei 53. Ich refreshe das Ganze nochmal. 53 US-Dollar Cent. Ist natürlich nicht schön, muss man ganz klar sagen. Aber um uns da nochmal ein bisschen rauszuholen, um was Positives hier auch euch mitzugeben, sehen wir uns das Video von AktionärTV an, von Oliver Michel, und hört diesem Mann zu. Er hat recht, ich werde recht haben. Ist natürlich keine Finanzanlageberatung und DYOR, do your own research natürlich. Jeder muss sich immer selber ein Bild machen. Wir hören uns das mal an, was er über XRP sagt, und am Ende musste ich wirklich sehr, sehr lachen, das im positiven Sinn. Dein Lieblings-Switch. Das ist das Switch. Ich habe es jetzt mal wieder abgetragen hier ab dem Jahr 2021. Jetzt, ab dem 1. Dezember 20 im Prinzip, als es verklagt wurde. Aber man sieht das Switch oben angeschlagen, oben angeschlagen, oben angeschlagen, unten angeschlagen, unten angeschlagen, unten angeschlagen. Also da bildet sich was. Und das Switch hatte mal eine Breite von 19 US-Cent auf knapp 2 US-Dollar. Jetzt sind wir von 50 auf 60 Cent, also 10 Cent. Auf 10 Cent ist das zusammengequetscht, und es ist völlig klar, wenn jetzt, wir reden ja gleich über den Impuls, wenn der Impuls kommt, dann wird das Ding nach oben schießen, und klar, um dies zu vervollständigen, Ripple hat den Cross-Appeal-Notice eingereicht, müssen wir glaube ich nicht groß drüber reden, war zu erwarten. Es ist ein zweiter Spot ETF eingereicht worden, der erste war ja von Bitwise, und jetzt kommt Welker dazu, und weitere Future-Filing ist eingereicht worden von Bitnomian. Also von daher, es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die im Moment sagen, wir müssen um XRP herum klassische Kapitalmarktprodukte. Und das finde ich auch wichtig, dass, wie er sagt, klassische Finanzmarktprodukte um XRP gebaut werden. Also XRP wird auch nicht, wenn ich es mal so sagen darf, allein gelassen. Viele Unternehmen unterstützen im Kampf der SEC, ob aktiv oder passiv, und das finde ich ist eine geile Sache und das zeigt auch, dass da sehr, sehr viel Power und auch Vertrauen anderer Firmen gegenüber Ripple und XRP da ist. Bauen und das ist insgesamt sehr positiv zu bewerten. Heute startet die Ripple Swell und man erwartet dort, dass eventuell angekündigt wird, dass der Stablecoin von Ripple, RLUSD, gelauncht wird, und diese Woche ist auch eine große Veranstaltung von Robinhood. Es gibt ja enge Beziehungen zwischen Ripple und Robinhood, und es wäre ein Traum, wenn Robinhood hergeht und sagt, wir machen ein Relisting von XRP auf unserer Plattform, weil Robinhood ist eine große Plattform, und wenn die das listen würden, käme weiter Volumen, mehr Liquidität in den Coin rein, und dann wäre das... Müsste einfach der SEC zeigen, dass alle an Ripple und XRP glauben. Robinhood, Listing, RLUSD, es müsste einfach immer weitergehen, egal was die SEC sagt. Also das wäre für mich einfach ein Traum, und egal was die sagen, Ripple wird seinen Weg gehen. Ein weiterer Summand in der Summenbildung hin auf dem Weg nach, ich zeichne das jetzt kommt. Weg nach oben. Geht's dir jetzt besser damit? Ja. Okay, das sei dir gegönnt. Du hast gerade schon von den Impulsen gesprochen. Es laufen momentan mehrere Prozesse. Ja, man hat sogar gehört, als er da nach oben gezeichnet hat, dass es irgendwo Bong gemacht hat. Was ich noch zeigen wollte, aber da gehen wir nur ganz kurz drauf ein, er spricht auch über die Lage, die sich jetzt zuspitzt, wie auch das Video heißt. Bitcoin befindet sich in einer siebenmonatiger Seitwärtsbewegung. Am 5.11. wird ein neuer US-Präsident gewählt. Das auch sehr, sehr wichtig. Nächster Zinsentscheid am 7.11. Es wird wohl zu einem Soft-Landing kommen. Also die USA möchte da ganz soft landen. Werden auch die Schuldenobergrenze dann wahrscheinlich weiter aussetzen oder erhöhen. Also es ist alles dafür vorbereitet, dass die Märkte wieder wachsen, wenn hier nicht geopolitisch noch irgendeine Harakiri-Aktion gestartet wird. Denke ich, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hier wieder sehr, sehr positiv unterwegs sein werden, und dann machen wir endlich Geld. Also ich möchte auch gerne meine Kryptowährung endlich veräußern. Das machen wir zusammen. Ihr lasst mir einen Kommentar, ein Like da, sehr, sehr gerne ein Abo. Das würde mich hier natürlich auf YouTube extrem unterstützen. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Peace.